Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül Theoretische Informatik. Ja, wie ich schon angekündigt habe, wird es in diesem Video um natürliche Zahlen gehen. Das ist in diesem Fall relativ schwierig, denn wir haben ja nichts außer Funktionen, Variablen und Funktionsanwendungen. Wirklich irgendwelche Zahlen, also sowas wie 0, 42 oder sonst irgendwas, haben wir eigentlich gar nicht. Denn im Lambda-Kalkül gibt es wie gesagt nur Funktionen und Variablen eigentlich und halt Funktionen und Variablen, die in andere Funktionen und Variablen reingesteckt werden. So, was man gemacht hat, ist folgendes. Man hat sich gesagt, man definiert sich die Zahlen und sagt einfach, wir haben immer zwei Variablen, die wir dafür benutzen. Da sollte eigentlich ein Leer dazwischen sein, Dankeschön. Diese Großschreibung am Satzanfang immer. Okay. So, und ja, das ist die 0. Was bedeutet das hier? Naja, S bedeutet Successor, also die nächste Zahl. Z bedeutet 0, also die 0. Und die Parameter, die wir hier nehmen, sind Z, also 0. So, das bedeutet, wir setzen für S überhaupt nichts ein. Ja, also quasi, was 0 hier sagt, ist, wie oft wird die Funktion S angewendet. Das ist das Einzige, was man hier wirklich wissen will. Und so werden dann halt diese natürlichen Zahlen kodiert. Ja, die 1 definiert sich dann natürlich ähnlich. Also ich kopiere das hier gerade einfach mal. So. Da sagt man dann, okay, wir nehmen einen Parameter s, wir nehmen den Parameter z und wenden z auf s an. Und das ist dann eines, denn wir haben die Funktion s einmal angewendet. Hier oben haben wir die Funktion s 0 mal angewendet. Also deswegen hier die 0, weil wir die Funktion s nicht angewendet haben. Hier 1, weil wir die Funktion s einmal angewendet haben. Und ihr könnt euch dann denken, wie das weitergeht bei der 2. Ne, vielleicht könnt ihr es euch auch nicht denken, denn es wird ein bisschen schwieriger. Wenn wir z auf s anwenden, beziehungsweise z in s reinpacken, dann kriegen wir 1. So. Und wenn wir jetzt diese Zahl wiederum in s reinpacken, kriegen wir 2. Und so geht es natürlich immer weiter. Also wenn wir hier noch eine Klammer drumherum machen, um den Teil und dann nochmal s reinpacken, dann ja. So, und jetzt kann man das sich natürlich so weiter definieren, wie man möchte. Dann kann man bis n gehen. Nein, kein großes n, ein kleines. Böse. So. Und sagt dann einfach, okay. Achso, ich habe es noch im Zwischenspeicher. Lambda s. Punkt z. Punkt s. Und das Ganze. Scheiße, jetzt brauche ich doch eine Formel. Ich dachte, ich komme drum rum, aber ich komme nicht drum rum. S hoch n und das ganze z eben. So. Was jetzt das uns sagen möchte, ist folgendes. Wir wenden s n mal an und haben am Schluss ein z. Und so sind sind die natürlichen Zahlen eben definiert, kodiert. Es sind ja an für sich keine Zahlen. Man sagt einfach bloß, sie fungieren jetzt wie die Zahlen. Man hat sich dann sogar überlegt, okay, wie kann ich mit diesen Dingern rechnen? Was habe ich für Funktionen? Und wie kann ich das irgendwie benutzen? Naja, jetzt, ich schiebe das alles mal ein bisschen höher. Wir haben uns als nächstes mal eine Successor-Funktion hier definiert. Und ja, wir wollen zu einer Zahl n den Nachfolger bestimmen. Und der Nachfolger logischerweise ist ja einfach S Punkt Z Punkt. So, und dann haben wir ja jetzt, sagen wir mal, diese Funktion hier. Wir haben n gegeben. Also wir kriegen das als Parameter da rein, noch zusätzlich zu S und Z. So, und dann sagen wir einfach, okay, wir wenden S ein einziges Mal mehr an, nämlich S und dann n. S, Z.
Wir wenden S und Z, die wir hier oben immer gegeben haben, S und Z wenden wir einfach so oft auf N an, wie wir halt, also je nachdem wie groß die Zahl N ist, und dann wenden wir es noch einmal mehr an. Und dann haben wir die Zahl N plus 1. Okay, also sagen wir mal, ich zeige euch das an einem Beispiel, würde ich mal behaupten. So, der Successor von, sagen wir, 3 ist gleich. Ne, sagen wir 1, denn 1 habe ich da oben schön stehen. Okay, also Successor von 1, das ist das hier. Wenn wir hier 1 reinpacken. So, 1 ist jetzt gleich Lambda S. Lambda Z. S. Z. So, das setze ich für N ein, denn diese 1 hier ist ja mein N. Also hier hinten dran habe ich jetzt theoretisch noch, ich mache es ausführlich, ja, das ist vielleicht besser, sowas stehen. So, 1 gibt es ja an für sich nicht. 1 ist ja das hier. So, und jetzt wende ich das hier alles an. Okay, Beta-Reduktion, kennt ihr ja noch aus den letzten Videos. Gut, das hier ist n. Das heißt, ich reduziere diesen Term hier um n. Sag, okay, ich kopiere mir das hier. Und das hier ist n, nein. So. Nicht weg. Nur kopieren. So was hier. Und jetzt habe ich das für n eingesetzt. Das heißt, hier steht 1. Und ja. So, jetzt reduziere ich weiter. Okay, sag hier, nächste Zeile, es tut mir leid, das wird gerade ein bisschen viel, aber das ist normal beim Lambda-Kalkül, glaube ich. Ich setze hier S ein erstmal, denn ich kriege ja hier ein Lambda S, also ich ignoriere jetzt einfach mal das, was draußen steht. Ich kriege hier ein Lambda S und habe hier ein S stehen. Okay, das heißt, ich setze in diese Zahl in das alles hier setze ich für S, S ein. Und dann, ich mache es ausführlich, genau. Okay, also ich setze dieses S hier, das heißt, ich kann es hier löschen, für Lambda S ein, mit dem Buchstaben S. Das heißt, ich lösche dieses S hier und setze hier S ein. Das S, was ich jetzt hier stehen habe, ist nicht mehr das, sondern das hier. Das heißt, wenn jetzt hier A stehen würde, würde ich hier auch A reinschreiben. Okay, so. Okay, was ich jetzt hier mache, ist folgendes, nämlich genau dasselbe. Ich setze hier für Z, also für dieses Z, für Lambda Z, Punkt Z, setze ich dieses Z hier hinten ein. Was dann logischerweise noch stehen bleibt, ist, naja, ich lösche das hier, ich setze für dieses Z das Z hinten dran ein und dann steht das da. So, und jetzt steht hier Lambda S, Punkt Lambda Z, Punkt S von SZ. Ups, nicht unterstrichen. So, und jetzt schauen wir nach, was das hier ist. Lambda S.Z, S von SZ. Na, das ist doch 2. Und das ist logischerweise der Successor von 1. So, und damit haben wir doch schon mal ein Beispiel gehabt. So sind natürliche Zahlen im Lambda-Kalkül definiert. Wenn ihr jetzt wollt, können wir hier das Ganze auch mit N machen. Aber ich glaube, das könnt ihr auch einfach mal als Übung machen. Und es sollte dann natürlich rauskommen. Also wenn ich jetzt hier n plus 1 habe, der Successor von n sollte hier s von, oh, ups, Entschuldigung, ja, so, sollte hier genau einmal mehr s angewendet haben. Das heißt, ihr solltet hier drin dieses s hoch n stehen haben von z und dann noch ein s von außenrum. Und das sollte der Successor von n sein, das könnt ihr gerne mal als Übung machen, das sollte eigentlich machbar sein. Okay, alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.